Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst gestatte ich mir eine Vorbemerkung. Es ist schon sehr erstaunlich, dass die Opposition bei einem so wichtigen Thema wie der Durchsetzung der Menschenrechte nicht einmal den Versuch unternommen hat, alle Fraktionen an der Formulierung des Antrages einzubeziehen. Den Anschein zu erwecken, als gäbe es hier in diesem Hause in der Menschenrechtsfrage nur drei Fraktionen der Opposition, die sich für dieses Ziel einsetzen und initiativ werden, das ist nicht nur grotesk, meine Damen und Herren, das ist geradezu unverantwortlich. Setzen wir uns nun mit dem Inhalt des Oppositionsantrages auseinander. Hören Sie doch bitte erst mal zu, wenn Sie es schon vorher nicht machen konnten, vielleicht können Sie es wenigstens jetzt. Setzen wir uns nun mit dem Inhalt des Oppositionsantrages auseinander. So muss man leider feststellen, dass er nach unserer Auffassung viel zu kurz greift, weshalb wir auch einen Koalitionsantrag entgegensetzen. Sie, meine Damen und Herren, reduzieren das Problem der Auseinandersetzung mit Menschenrechtsverletzungen einzig und allein auf die Reisetätigkeit des Senats und des Abgeordnetenhauses sowie auf den Tibet-Konflikt. Das wird dem Anspruch, den wir an diese Problematik haben, aber nicht gerecht. Zweifellos, und das sage ich in aller Deutlichkeit, sind die aktuellen Ereignisse in und um Tibet dramatisch zugespitzt und erfordern auch die internationale Aufmerksamkeit. Wir sagen aber auch, Menschenrechte sind unteilbar. Wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen jedweder Art und im Übrigen überall auf der Welt. Meine Damen und Herren, das schließt in China neben dem Tibet-Konflikt die Inhaftierung von Bürgerrechtlern ebenso wie zum Beispiel die schweren Auseinandersetzungen in der von Muslimen bewohnten Region in China vor einigen Wochen ein. Und da gab es eben keine solchen lautstarken westlichen Reaktionen aus der westlichen Welt wie zum Tibet-Konflikt. Und damit stellt sich für uns die Frage, welches ist nun der beste Weg, um zur Verbesserung der Lage der Menschen vor Ort in China beizutragen? Hysterie, Gewalt und Boykott sind für uns der falsche Ansatz. Schon bei der Vergabe der Olympischen Spiele an China im Jahre 2001 war bekannt, dass es dort Probleme bei der Wahrung von Menschenrechten und dem Umgang mit nationalen Minderheiten gibt. Auch der Tibet-Konflikt ist nicht neu. Es lag also seit dieser Zeit gleichfalls in der Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft und im Besonderen des IOC, rechtzeitige Aktivitäten einzuleiten, die auf diese Situation aufmerksam machen und Lösungswege ermöglichen, um so die Vorbereitungen der Olympiade zu begleiten. Meine Damen und Herren, auch das Nichthandeln, auch das Nichthandeln hat letztlich zur Eskalation des Konfliktes beigetragen. Insofern stehen auch wir nicht außerhalb des Problems, sondern sind aufgefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen, um zur Lösung beizutragen. Deshalb fordern wir alle gesellschaftlichen Bereiche auf, ob Wirtschaft, Kultur, Sport oder Politik, die vorhandenen Kontaktmöglichkeiten zu nutzen, um sich aktiv für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Es gilt, bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Interesse des Landes Berlin im kritischen Dialog zu verdeutlichen, was wir von China erwarten. Wir fordern, dass China seine eigenen Zusagen in Bezug auf die Menschen- und Minderheitenrechten, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, die China öffentlich bei der Vergabe der Olympischen Spiele durch das IOC verkündet hat, auch einlöst. Der einzige Weg, meine Damen und Herren, zu einer politischen Lösung des Konflikts besteht aber darin, die gegenwärtige internationale Aufmerksamkeit für einen breiten Dialog zu nutzen. Es macht sehr wohl Sinn, liebe Frau Eichstätt-Bohlig, wenn Vertreter des Senats, und zwar sowohl bei Wirtschaftskontakten als auch bei der Präsentation Berlins als Stadt des Sports, und das sind die Aufgaben, die der Senat zu leisten hat, diese Position und Erwartungen
offiziell und unmissverständlich deutlich machen und so zur Eskalation beitragen kann. Nur der Dialog zwischen den Beteiligten kann die Lage entschärfen und den politischen Prozess neu beleben, der den Erwartungen der Tibeter auf Dauer gerecht werden kann. Vorschnelle Boykottforderungen und Gewaltaufrufe sind der falsche Ansatz. Meine Damen und Herren, so verstehen wir zugleich den Geist des olympischen Gedankens. Das genau ist die Unterstützung des Sports durch die Politik und deren Wechselverhältnis. Würden Sie zum Schluss kommen, Frau Kollegin? Mein letzter Satz. Abschließend sei bemerkt, zur Präsidiumsreise haben wir uns im Antrag ebenso deutlich positioniert, dem ist nichts hinzuzufügen. Meine Damen und Herren von der Opposition, ich fordere Sie auf, lesen Sie unseren Antrag, aber lesen Sie ihn richtig und dann stimmen Sie ihm zu.